Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Mission von dem Addon von Anno 2070, nämlich Wunder in Gefahr zum Addon Die Tiefsee. Zwangsevakuierung und das Ende der Illusion haben wir ja schon gemacht. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir mal die Fernversorgung machen. Wir müssen in dieser Angelegenheit behutsam vorgehen. Gut. So. Nächste Mission, Fernversorgung. In dem Teil wird es jetzt vor allem darum gehen, dass wir den Energietransmitter einsetzen. Wir starten direkt mal durch, hätte ich gesagt. Da kommt natürlich jetzt wieder der schöne Windows-Fehler. Und jetzt dürfte es theoretisch passen. Keine Ahnung, warum das nicht läuft jedes Mal. Sehe ich auch die Aufnahme auf meinem zweiten Monitor. Das heißt, die Folgen werden wirklich jetzt teilweise exakt 15 Minuten. Wir brauchen genaue Daten zu den verwendeten Materialien und deren Zusammensetzung. Jedoch werden für die Untersuchungen enorme Mengen an Energie vonnöten sein, um die komplexen Berechnungen durchführen zu können. Ja. Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, ist es von enormer Wichtigkeit, einen großen Sicherheitsabstand zu energieerzeugenden Gebäuden zu gewährleisten. Nutzen Sie daher Energietransmitter, um den nötigen Sicherheitsabstand zu wahren. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine klasse neue Mission. So, als erstes gleich mal wieder den Button da nach unten. So. Gut, soll ich auch nochmal machen. Screenshot. Theoretisch. Könnten wir ja gleich in der ersten Folge machen, bevor wir was aufbauen. Dass ich mal schnell schaue. Dass ich ein Bild vom Energietransmitter wieder mache, ist so. Brauche ich fürs Sandnäser. Das erste Schiff fahren wir gleich mal drüber, hätte ich nur gesagt. Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe? Lesen wir das erstmal durch. Wir sollen Energie mit Energietransmitter übertragen. Da oben keine energieerzeugenden Gebäude errichten. Aber da oben die Forscher ansiedeln, ohne Akademie. Das heißt, auf der einen Seite da unten eine normale Stadt. Auf der anderen Seite oben die Forscher dann die Techs sozusagen ansiedeln. Gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es immer, oder? Also starten wir da mal direkt durch, hätte ich gesagt. Ja. Da ziehen wir mal runter. Da haben wir das auch schon. Weil die Forscher brauchen ja in erster Moment sehr viel Energie. Sehr viel Bauzeit. Also setzen wir uns gleich mal die Bauzeit in Produktion. Immer theoretisch hier drüben schön hin pflanzen können.
mal locker mal. Das waren natürlich jetzt sehr viele. Das können wir nicht so hinsetzen. Erstmal so. Das drehen wir auf jeden Fall. Blauen sparen wir den Platz. Ja. Können wir auf jeden Fall mindestens 6 Stück schon mal aufstellen. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Registriere Energieknappheit. Ja, die sollen doch ruhig sein. Oh, mit einer Energieknappheit. Eine Minus, das ist ja noch nichts. So. Das schon mal, und jetzt brauchen wir nur noch entsprechend die Straße. Dann bauen wir mal ein Haus. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Mehr Windräder runterstellen können. Dann brauchen wir vor allem gleich noch Fisch, ne, dass die Einwohner gleich wieder verhungern. Ich glaube, 5 Stück dürften erstmal rein. So. Text haben wir das hier. Die brauchen eine Akademie, das heißt, die müssen auf jeden Fall aufsteigen. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine längere Mission. Gut. Fisch haben wir. Bautzen brauchen wir natürlich noch die Endstufe. Ja. 4, 5 Stück können wir auf jeden Fall bauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall gleich mal ein paar Häuser. Dann sperren wir mal die Aufstiegsrechte gleich. Weil da müssen wir ein bisschen aufsteigen, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Aber Werkzeug müssen wir auf jeden Fall selbstständig produzieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Irgendwas erforschen müssen wir nicht noch. Energie müssen wir auch noch produzieren, 1500. Ein hydroelektrisches Kraftwerk wird zum einen schon ganz praktisch. Hier wäre noch eins. Wo wir eins hinbauen könnten. Da könnten wir auch noch eins hinbauen. Wer ist denn überhaupt alles mit dabei? Okay. Die normal. Sie wollen zu mir? Auf Besuch sind wir. Er verkauft uns noch nicht zufälligerweise ein U-Boot oder so. Wäre mal ganz von Vorteil. Aktiviert auf jeden Fall, wir schicken nach da oben rauf. Momentan nix. Null. Ökobilanz. Werte fallen. Dann soll die Ökobilanz doch fallen.
Wir können das natürlich auch ein bisschen beschleunigen gleich. Weil theoretisch am Anfang könnte man das erstmal deaktivieren. Ökobilanz. Werte um die steigen. Ökobilanz möglichst hoch zu halten. Die Ebene Nishethilf hat einen Spezialauftrag für dich. Okay. Da ist noch einer. Auf jeden Fall kriegen wir noch ein gutes. Okay. Noch ein gutes Item dafür. Von ihr. Nämlich elektrische Rotorsteuerung. Das heißt, das bringt uns Energie verbessernde Maßnahmen. Das heißt, die Windanlagen produzieren zum Beispiel mehr. Eden Initiative ist im Höllentempo zum Dachverband aller Umweltorganisationen. Sag nichts. Hey, auf dich kann man. Okay, es bringt nicht mehr Energie, sondern der Einflussbereich und so weiter wird reduziert. Ja, ist ja auch gut. Trimaran. Trimaran bereit. Trimaran bereit. Bitte gehen Sie an Bord. Ja, den Trimaran brauchen wir schon. Müssen wir natürlich das Item auch noch reinlegen. Sieht man gleich, die haben so einen ganz kleinen Radius, das heißt, theoretisch, ich könnte die komplette Insel hier irgendwie voll klatschen, volle Windräder. Das noch. Theoretisch wäre es aber auch praktischer, die Folgen 20 Minuten zu machen. Dann würden wir mehr schaffen. Gebäudeauswahl vergrößert. Das schon mal. Hauptsache ich baue das Haus, wo ich baue, kommen die Baumaterialien voll schon noch. Achtung, Produktionsstillstand. Hin. Das heißt, erstmal warten, dass wir ein paar Bauzellen ansammeln. Wie viel Energie soll ich übertragen? 1500. Ne, das ist ja nichts. Das haben wir ja gleich. Aber gut, wie es weitergeht. Nicht mehr in dieser, sondern erst in der nächsten Folge. Wie schon gesagt, ich halte die Folgen jetzt etwas kürzer, da ich momentan. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt.
Da ich in letzter Zeit vermehrt feststelle, ich habe teilweise zu wenig Parts aus Projekten gezogen. Wobei bei den letzten Missionen zum Beispiel hätte ich im Nachhinein einiges anders gemacht. Darum ändern wir das auf jeden Fall bei dieser hier jetzt, nämlich ich beende hier die Folge und es geht in der nächsten weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag.